Willkommen zurück zum zweiten Teil, wo es um die Regressionsanalyse geht. Wir hören da auf, wo wir stehen geblieben sind. Wir erinnern uns, den Nenner haben wir schon berechnet und jetzt wollen wir den Zähler berechnen. Wie machen wir das? Naja, ganz einfach. Wir multiplizieren die Abweichung der Körpergröße mit der Abweichung des Körpergewichts. So wie es auch hier geschrieben steht. Und wenn wir das gemacht haben, dann summieren wir die einzelnen Werte miteinander. Die Summe aus der Multiplikation der einzelnen Abweichungen beträgt 339. Dann hätten wir den oberen Term auch gelöst und wir können den Wert für den Zähler einsetzen. Oben steht dann 339 und das teilen wir durch 558. Und als Wert für die Steigung a erhalten wir 0,61, gerundet natürlich. Den ersten Parameter a der Regressionsgleichung hätten wir somit bestimmt. Bevor wir auf die Berechnung des zweiten Parameters b eingehen, noch eine kurze kleine Information. Diesen Ausdruck hier für die Formel a kann man auch anders formulieren, denn der Zähler entspricht der Kovarianz von x und y und den Nenner, wie ihn wir hier haben, ist nichts weiteres als die Varianz von x. Da werden nämlich alle Abweichungen quadriert und summiert. Dies behalten wir mal im Hinterkopf und jetzt geht's aber weiter mit der Berechnung des Parameters b. Das ist deutlich einfacher, wie bei der Bestimmung des Parameters a, denn wir brauchen keine neuen Werte mehr berechnen, wir haben schon alle vorliegen, beziehungsweise schon ausgerechnet. B ermitteln wir, indem wir y' minus ax' rechnen. Diese Werte brauchen wir nur noch einsetzen. 84,5 war ja der Mittelwert für das Körpergewicht und 183 für die Körpergröße. Letztere multiplizieren wir mit dem Faktor a und ziehen das ab. Wir erhalten einen Endwert von b ist gleich minus 27,13. Diese Werte setzen wir jetzt einfach in unsere Regressionsformel ein und wir erhalten die Regressionsgrade. In unserem Beispiel handelt es sich um die lineare Regression. Natürlich gibt es noch andere Funktionstypen, wie zum Beispiel die quadratische Regression oder die logarithmische Regression, aber dazu ein anderen Mal etwas mehr. Jetzt aber kommen wir zu einem anderen Koeffizienten, dem Koeffizienten R. Es handelt sich hierbei um den Korrelationskoeffizienten. Ein solcher Korrelationskoeffizient kann zwischen minus 1 und 1 liegen. Der Wert minus 1 gibt an, dass eine vollständig negative Korrelation vorliegt. Umgekehrt gibt der Wert 1 an, dass eine vollständig positive Korrelation vorliegt. Lasst uns mal einen solchen Korrelationskoeffizienten für unser Beispiel berechnen. Auch hier sieht die Rechnung wieder kompliziert aus, aber wenn wir einmal genauer hinschauen, dann sehen wir gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Korrelationskoeffizienten R und dem Parameter a, den wir vorhin berechnet haben. Beide enthalten die Werte Kovarianz und Varianz von x. Was wir jetzt noch machen müssten, ist die Varianz von y zu berechnen. Und das machen wir jetzt mal. Wir schauen uns die einzelnen Abweichungen an, die beim Körpergewicht auftreten. Diese quadrieren wir miteinander, zum Beispiel minus 4,5 mal minus 4,5 ergibt 20,25. Dann summieren wir diese auf, sprich wir nehmen sie miteinander plus und erhalten für die Varianz von y den Wert 266,5. Jetzt endlich haben wir alle Werte, die wir benötigen, um den Korrelationskoeffizienten R zu berechnen. Im Nenner der Formeln müssen wir die Wurzeln aus den Varianzen berechnen, was der Standardabweichung entspricht. Das machen wir natürlich und als Ergebnis erhalten wir 0,88. Das ist ein Korrelationskoeffizient von 88%. Wow! Um euch die Bedeutung dieses Wertes näher zu bringen, erkläre ich euch das folgendermaßen. Ein Korrelationskoeffizient von 0 würde bedeuten, dass es keinen Zusammenhang gibt. Die beiden Variablen Körpergröße und Körpergewicht, x und y, wären voneinander unabhängig. Darum befinden sich die Punkte auch auf einer Linie. Der y-Wert ändert sich nicht, wenn man den x-Wert verändert. Nähert sich der Korrelationskoeffizient R hingegen dem Wert minus 1 oder 1 an, so wird die lineare Abhängigkeit immer wahrscheinlicher. Ist also R gleich minus 1 bzw. 1, so liegt ein funktionaler linearer Zusammenhang vor. Und unser Wert hier beträgt 0,88, was schon ziemlich nah an 1 liegt. Es lässt sich also sagen, dass die Variablen Körpergröße und Körpergewicht voneinander abhängen. Was lässt sich also zusammenfassend über den Korrelationskoeffizienten sagen? Je weiter weg die Punkte um eine Regressionsgerade streuen, umso geringer der Korrelationskoeffizient. Im schlimmsten Falle ist dieser gleich 0. Kommen wir nun zur letzten Folie. Das Verfahren, das ich euch vorgestellt habe zur Bestimmung einer Regressionsgeraden, wird auch genannt als Methode der kleinsten Quadrate, damals eingeführt vom Mathematiker Carl Friedrich Gauß. Die Abbildung gibt eine kleine Vorahnung, warum die Methode diesen Namen hatte und auch immer noch hat. Es lassen sich Quadrate aufspannen zwischen geschätztem Punkt auf der Regressionsgeraden
und dem tatsächlich gemessenen Wert. Die Seitenlänge der Quadrate entspricht dem Betrag der Residuen, den sogenannten Abweichungen, hier gekennzeichnet mit E. Bei dieser Methode geht es darum, die Summe aller Quadraten möglichst gering zu halten. Es kann passieren, dass bei einer Regressionsgeraden das eine Quadrat sehr, sehr viel kleiner ist als bei der vorgeschlagenen Regressionsgeraden. Nichtsdestotrotz ist die Summe aller Quadrate minimal. Damit gemeint ist, dass die Flächen der Quadrate aufaddiert werden. Und genau das meint auch diese Formel hier. Die Summe aller kleinsten Quadrate, deswegen das hoch 2, ist minimal. Das soll auch so sein, das ist auch gut so, und bevor es Überlänge gibt, verabschiede ich mich mal. Auf Wiedersehen.